Stellt Zwickau seine Straßenbahn aufs Abstellgleis? Diese Frage beschäftigt die Verwaltung und die Stadträte nun schon seit einigen Wochen. Geplant ist, den Bahnhofsvorplatz von Zwickau zu sanieren und dabei auch das Straßenbahnnetz auszubauen. Die Gleise sollen näher an den Bahnhof heranrücken. Zudem soll es eine komplett neue Linie geben über die Werdauer Straße. Gesamtkosten 20 Millionen Euro. Ein Vorschlag, der allerdings vor 3 Wochen im Stadtrat scheiterte. Es gibt Stimmen, die sagen, Zwickau brauche gar keine Straßenbahn mehr zum Hauptbahnhof. Heute nun wurde eine Sonderstadtratssitzung zum Thema einberufen. Und die hat unser Reporter Sven Böttger mitverfolgt. Sven, welche Entscheidung ist denn nun heute getroffen worden? Ja, es gab noch mal eine konstruktive Diskussion heute hier im Sonderstadtrat in Zwickau. Und letztlich ist die Entscheidung gefallen, ja, die Straßenbahn, die bleibt erhalten. Sie fährt weiterhin zum Bahnhof. Der Bahnhofsvorplatz wird saniert. Ja, und diese weiterführende Tangente, die kommt etwas später. Man wird also in Schritten vorgehen. So wollte es ja auch ein gemeinschaftlicher Antrag von mehreren Fraktionen. Bei mir ist die Oberbürgermeisterin Pia Findeis. Schönen guten Abend, Frau Findeis. Ja, wie würden Sie jetzt diesen Beschluss bewerten für Ihre Stadt? Ja, erstmal ist es wieder eine gute kommunalpolitische Diskussion gewesen und damit auch Demokratie auf kommunaler Ebene. Also das ist erstmal ein Erfolg für alle im Stadtrat. Es haben nicht alle dasselbe gewollt, aber letztendlich bleibt das Straßenbahnnetz in Zwickau so erhalten, dass nach wie vor der Bahnhof eingebunden werden soll. Das Straßenbahnnetz kann optimiert werden. Vor allem der Bahnhofsvorplatz wird nun endlich umgestaltet, denn da kann man sich schon schämen als Oberbürgermeisterin der Stadt Zwickau, wenn die Reisenden ankommen auf dem Hauptbahnhof. Das sieht ja schlimm aus. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass das kommt und auch die Innenstadt dann kennt, die zu einer Verkehrsentlastung in der Innenstadt führen wird. Die wird nicht sofort kommen, aber sie ist jetzt absehbar. Vielen Dank, Frau Findeis, für dieses kurze Statement. Ja, soweit also aus Zwickau hier vom Sonderstadtrat. Wir haben es gerade gehört, also die Straßenbahn bleibt, der Bahnhofsvorplatz soll schöner werden. Doch eine ganz gute Nachricht heute hier aus Zwickau. Ja, so ist es und würden viele Zwickauer freuen. Vielen Dank, Sven Böttger.